Der Geflügelplanet. Oh, ihr seid's. Ja, ich mache ein Schläfchen. Das habe ich mir auch verdient. Schließlich habe ich gerade den gesamten Planeten gerettet. Den gesamten Planeten und jeden, der darauf wohnt. Euch auch. Es fing alles weit draußen im Weltraum an. Ich sagte weit draußen. Da gibt es diese sehr beliebte Kette von Fastfood-Restaurants. Die sind über die ganze Galaxis verteilt. Man findet sie praktisch auf jedem Asteroid. Willkommen bei Neptunische Nuklearhühnchen. Darf ich Ihre Bestellung aufnehmen, bitte? Ich nehme das große Jupiter-Modul knusprige Chicken Wings. Und zwar extra knusprig. Jupiter-All-Portion extra knusprig. Oh, und eine Portion Krautsalat. Eine Portion Krautsalat. Danke. Also ihr fragt euch vielleicht, woher ich das weiß, oder? Tja, ich habe diese Folge schon mal gesehen. Aber wie auch immer, diese Restaurantkette gehört einem Typen, der nicht besonders nett ist. Was meinst du mit, ich kann keine weitere Pallion-Restaurants eröffnen? Niemand sagt mir, was ich kann oder nicht kann. Aber Kommandant Harlin, wir haben nicht genug Hühnchen. Im Moment, aber das wird sich schon bald ändern. Komm mit mir. Wohin reisen wir? In weiser Voraussicht dieses Bedarfs habe ich einen geheimen Forschungsaußenposten errichtet. Auf der Erde. In Nullkommanichts waren sie auf der Erde, wo gewisse Wesen, die ihr vielleicht wiedererkennt, gerade einen kleinen Happen essen wollten. Wir gehen nur rein, um einen kleinen Happen zu essen. Weißt du, was ein kleiner Happen ist, Garfield? Weißt du, was eine dämliche Frage ist, John? Selbst wenn sie jedes Hühnchen auf diesem Planeten mitnehmen würden, würde das ihren Bedarf nicht decken, Kommandant. Deshalb habe ich ja auch einen Strahlenapparat entwickelt, der einfach jeden Mann, jede Frau und jedes Tier auf diesem Planeten in Hühnchen verwandelt. Bring das Testobjekt rein, dann sehen wir, ob es funktioniert. Mit Pepperoni und Pilzen. Mit Salami und Paprika. Mit extra viel Fleisch. Eieiei, lass noch Platz, Garfield. Ich mache Lasagne. Arbeitet Ihr Botenjunge heute gar nicht, Vito? Oh, er liefert nur gerade auf der anderen Straßenseite aus. Er ist gleich wieder da. Aber das war er nicht. Denn aus dem Botenjungen sollte ein Botenhühnchen werden. Aber ich will doch nur eine Pizza ausliefern. Bleib einfach nur für einen Moment da stehen. Dieser Strahl wird ihn also tatsächlich in ein... Ja! Ein Hühnchen verwandeln. Ich muss... Zurück zu Vito. Sie schulden mir $12 für die Pizza. Es klappt. Können wir ihn jetzt braten? Noch nicht. Zunächst einmal muss ich die gesamte Stadt bombardieren. Sie werden tatsächlich von den Strahlen verwandelt. Bei einigen geht es nur etwas schneller als bei anderen. Aber schon bald werden sie alle Hühnchen sein. Ja! Wirklich alle? Jede Kreatur auf Erden. Verschont bleiben könnten nur die, die in diesem Moment zufällig unfassbar unmenschliche Mengen von fettem Käse, Tomatensauce und Pasta futtern. Wer hätte gedacht, dass unfassbar unmenschliche Mengen von fettem Käse, Tomatensauce und Pasta so gut schmecken können? Das war köstlich. Hey, Odi, stimmt was nicht? Odi, das ist die schlechteste Hühnerimitation, die ich je gesehen habe. Ha ha ha!
Das ist die mit Abstand beste. Was tue ich nur? Was tue ich nur? Ich weiß, ich werde John fragen. Wir sollten gehen, Garfield. Wir müssen auf dem Heimweg. Sag mir, dass das nicht wahr ist. Sag mir, dass John und Odie sich nicht in Hühnchen verwandelt haben. Ein italienisches Hühnchen und ein Hundehühnchen. Ich muss raus aus diesem Hühnerstall, Restaurant. Hilfe! Ich brauche Hilfe! Jede Menge Hilfe! Ein Polizist, der hilft mir. Officer, Officer! Ich möchte zwei Menschen und einen Hund melden, die sich mysteriöserweise in Hühnchen verwandelt haben. Wer alles zu Hühner will. Als die Verhühnerung der Bevölkerung sich über den ganzen Staat ausbreitete, hielt der Gouverneur eine Pressekonferenz ab. Das ist furchtbar. Das ist eine Katastrophe. Es könnte gar nicht schlimmer sein. Lasst euch das eine Lehre sein, Leute. Sagt niemals, die Dinge könnten nicht schlimmer sein. Dinge finden immer einen Weg, um noch schlimmer zu werden. Das Ding landete im Park. Dann erschien der fiese Kommandant Harlan. Wir werden oft fliegen müssen, aber wir werden all diese Hühnchen in unsere Galaxis transportieren. Ich kann es wirklich kaum erwarten, sie alle zu braten. Sie alle zu braten? Aber wie bekommen wir sie alle in unser Raumschiff? Ganz einfach. Hühnchen lieben nämlich Mais. Ich muss da auch irgendwie reinkommen. Und dann schloss ich mich der Hühnerprozession an. Und es hätte auch funktioniert, aber plötzlich fiel mir etwas Tragisches ein. Ich bin allergisch gegen Hühnerfedern. Sag doch einfach Gesundheit. Ergreif diesen Kater! Er hätte längst in ein Hühnchen verwandelt sein müssen. Mich in ein Hühnchen verwandelt, alle in Hühnchen verwandelt. Der Typ scheint nur ein einziges Hobby zu haben, Leute. Oh, ich kann nicht auf. Seht ihr die beiden mit den dümmlichen Gesichtsausdrücken? Ich glaube, das sind John und Odie. Du kannst genauso gut aufgeben. Ich sitze in der Falle. Leb wohl, Katzenheit. Ich hoffe, ich sehe auch noch als Hühnchen so gut aus. Ich weiß nicht, wie du meinem Transformationsstrahl entronnen bist, Katze. Futterst du vielleicht zufällig gewaltige Mengen von Lasagne? Tja, das ist die Erklärung. Aber du wirst nie wieder welche essen, hörst du mich? Bis du als knuspriger Hühnchenmist im Eimer serviert wirst, gibt es für dich nur noch Hühnerfutter! Nein, nein! Nicht ich! Ich will... Oh nein, alles ausgefuttert. Oh, Moment. Jetzt kann ich doch mal eins von diesen Erdhühnchen probieren. Nun lautet die Frage, wie ich alle aus der Stadt wieder in alle aus der Stadt verwandle. Oh, du siehst aber wirklich zum Anbeißen aus.
könnte funktionieren. Keine Sorge, du wirst einfach köstlich schmecken. Ich werde mal schnell die Fritteuse holen. Was hältst du davon, wenn dich jemand davor bewahrt, als etwas zu enden, was neben Krautsalat liegt? Oh. Na, bitte! Ich denke, wir kommen ins Geschäft. Und so war's auch. Eins muss man dem Typen wirklich lassen. Ein Hühnchen, ein Wort. Er verriet mir, wie ich ihn zurückverwandeln konnte. Und dann verwandelte er alle anderen wieder zurück. Auch euch. Er hat eure Erinnerungen an den Tag ausgelöscht, sodass ihr keine Ahnung habt, dass ihr mal Hühner wart. Dann verließen er und sein Gehilfe die Erde, nachdem sie versprochen hatten, nie wieder auf einen Imbiss vorbeizuschauen. Und so habe ich den gesamten Planeten gerettet. Und nun ist wieder alles vollkommen normal. Ich fange jetzt mal an, Essen zu kochen, Garfield. Es gibt, Doch nicht Brathühnchen. Lasagne. Gut. Wie gesagt, alles ist wieder vollkommen normal. Natürlich mal abgesehen davon, dass John ab und an ein Ei legt, was ich nicht begreife, denn männliche Hühner legen doch eigentlich gar keine Eier. Der Pastaroid. Es ist so schön, dich wiederzusehen. Wie gut du heute wieder aussiehst. Lasagne ist mein Freund. Ein leckerer Freund. Das ist eine Zumutung! Ein derartiges Verhalten darf nicht ungestraft bleiben. Vergeltung! 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 Was für ein abstoßender Anblick, Euer Exzellenz. Dieses orangefarbene Katzenmonster stopft immer noch ständig unseresgleichen in sich hinein. In der Tat, General. Aber glücklicherweise werden wir ihn ja schon sehr bald los sein. Ihn und seinen ganzen Planeten. Kann es sein, dass hier gerade eine Ravioli an mir vorbeigeflogen ist? Hey, wohin denn so schnell? Hab ich dich. Naja, Ravioli ist Ravioli. Übertragung abgebrochen. Das orangefarbene Katzenmonster hat die Überwachungseinrichtung verspeist. Vergeltung! Vergeltung! Bewohner von Pasta, als euer Anführer habe ich angeordnet, dass das orangefarbene Katzenmonster und sein ganzer Planet sofort vernichtet werden. Die Operation Pastaroid ist gestartet! Ja! Spannen! Schuss! Dr. Bonkers! Dr. Bonkers! Das Stratosphärenradar meldet ein Objekt, das auf die Erde zurast. Oh, das sieht nicht gut aus. Wow, das sieht ganz und gar nicht gut aus. Hey, willst du Binky den Clown gucken? Nein, laut meines Vertrages kommt er in dieser Staffel nicht vor. Wir unterbrechen unser Programm jetzt für eine Eilmeldung. Oh. Dies ist Dr. Thaddäus Bonkers und er hat uns etwas äußerst Ungewöhnliches zu berichten. In der Tat. Da rast ein riesengroßer Asteroid direkt auf den Planeten Erde zu. Was? Ja, er wird genau in 13 Stunden, 13 Minuten und 13 Sekunden einschlagen und die Welt vernichten. Ah! Wir sind verloren! Aber eine Chance gibt es noch. Wir sind im Besitz eines Raumschiffs, das ins All fliegen und den Asteroiden doch rechtzeitig zerstören könnte. Ein Glück. Du sagst es. Das Problem ist nur, dass leider kein Mensch in diese Rakete hineinpasst. Wir sind verloren! Wir sind verloren!
Das Cockpit des Raumschiffes soll von einem Comiczeichner entwickelt worden sein? Ja. Und aus irgendeinem Grund hat er die Weltraumanzüge in Form einer übergewichtigen Katze und eines hohlköpfigen Hundes entworfen. Unsere einzige Hoffnung besteht darin, jemanden zu finden, der in die Weltraumanzüge passt, ins All fliegt und die Erde doch noch rettet. Ihr müsst das Raumschiff nicht mal selbst fliegen. Das wird alles von hier unten aus erledigt. Also keine Angst. Klar? Gut. Also alles easy peasy. Sobald das Raumschiff auf dem Asteroiden landet, steigt ihr aus und deponiert diese Bombe. Oh Mann, von wegen alles easy peasy. Um die Bombe zu aktivieren, müsst ihr einfach nur auf diesen roten Knopf hier drücken. Und danach habt ihr noch 10 Minuten, um vor der Explosion des Asteroiden zum Raumschiff zurückzukehren. Viel Glück. Das braucht ihr. Die Menschheit zählt ganz auf euch beide. Wenn ich die Menschheit wäre, würde ich das nicht tun. 9, 8, 7, 4, 3. Was ist denn mit 6 und 5? 1, Abflug! Schon bald wird dieser barbarische Planet nur noch aus Schutt und Asche bestehen. Oh, Eure Exzellenz, da scheint ein Objekt direkt auf dem Asteroiden zuzufliegen. Ein primitives Raumschiff. Und es sieht aus, als würde es gleich auf dem Asteroiden landen. Wir sind 100.000 Meilen von der Erde entfernt. 100.000 Meilen von der Zivilisation. Und am allerschlimmsten 100.000 Meilen von Vitos Pizzeria. Ja, so weit liefern die ganz bestimmt nicht, Odi. Okay, ihr beiden. Deponiert jetzt die Bombe. Aktiviert sie und kehrt sofort zum Raumschiff zurück. Was sollten wir hier oben auch noch viel länger machen? Auf den Eismann warten vielleicht? Odi. Oh. Erkennst du diesen Geruch nicht auch? Also, das riecht doch eindeutig nach. Ups. Ja! Genau, wie ich dachte, Odi. Dieser Planet ist ein einziger riesiger Fleischklops. Ja, dieser Planet ist ganz aus Fleisch. Yippie! Was tut er denn da nur? Isst er etwa den Asteroiden auf? Die Raumschiffsonde hat die Zusammensetzung des Asteroiden analysiert. Er besteht aus Zwiebeln, Fleisch und Knoblauch. Garfield hat den größten Fleischklops des Universums gefunden. Gefährdet die Mission. Deponiert sofort die Bombe und dann... Ruhe, ich bin hier am Essen. Frisst diese Kreatur jetzt etwa den ganzen Asteroiden? Oh ja, und ob sie das tun wird? Ich habe dieses Monster schon mal beim Fressen gesehen. Es ist wirklich unersättlich, Eure Exzellenz. Oh je, Houston, wir haben ein Problem. Oh nein, wie soll er denn jetzt noch ins Raumschiff passen? Also, da gibt es eine ganz simple Lösung, die ich aber nicht kenne. Odi, ich passe nicht mehr ins Raumschiff. Irgendwelche Lösungsvorschläge? Das war ja klar. Typisch Odi, der Hund, der gern 9 Stunden seinem eigenen Schwanz nachjagt.
Das Raumschiff wird jetzt gleich starten und dann ist Garfield allein da oben. Danke, Odie. Ich wusste doch, dass dir was einfällt. Das stimmt eigentlich nicht. Ich habe das nur gesagt, damit er sich mal gut fühlt. Gut gemacht, Odie. Du hast Garfield das Leben gerettet. Nicht so ganz. Garfield ist jetzt der Asteroid. Die Erde ist erneut in Gefahr. Ich werde weniger mit jedem Rülpser. Erstaunlich! Er hat schon fast wieder seine normale Größe. Unser Planet ist gerettet! Wo ist Garfield? Mayday! Mayday! Willkommen zu Hause, Garfield. Du bist ein Held. Ja, allerdings. Und jetzt bist du mir ganz schön was schuldig, John. Hab ich Hunger. Italienisch, Leute? Oh nein! Okay, wie du willst. Dann gehen wir eben ohne dich. Ich kenne da eine nette Pizzeria. Also ich werde jetzt sehr lange überhaupt kein Essen mehr anrühren. Und ganz besonders... Hat er Italienisch gesagt? Weißt du noch, wie ich immer gesagt habe, ich würde für eine Lasagne bis ans Ende des Universums reisen? Tja, jetzt habe ich's getan. Oh, ihr Bewohner von Pasta, das gierige Katzenmonster hat erneut über uns alle gesiegt. Aber es ist noch nicht vorbei. Irgendwann wird es eine Fortsetzung geben und dann werden wir endlich Vergeltung üben. Ja! Das Geisterhaus. Hallo? Nein, ich will nicht für 27 Jahre Mitglied in Ihrem Fitnessstudio werden. Hallo? Nein, hier ist nicht der Peking-Entenpalast. Hallo? Nein, ich möchte nicht die wunderbare Welt der Tauben abonnieren. Habe ich schon längst. Da würde ich jetzt nicht reingehen, wenn ich du wäre. Ich weiß, ich bin nicht in Form. Trotzdem will ich nicht für 27 Jahre Mitglied in Ihrem Fitnessstudio werden. John denkt sich gerade etwas für einen neuen Comic für Mr. Barker aus. Schon wieder. Und es läuft gar nicht gut. Es ist mir ganz egal, was Sie von mir wollen. Ich kaufe nichts, ist das klar? So was Blödes wie Sie ist mir doch... Oh, Mr. Barker? Ich wollte mal fragen, was die neue Geschichte macht, Arbuckle. Tut mir leid, Mr. Barker. Das Telefon klingelt ständig. Ich kann nicht denken. John kann nicht denken. Na, das ist ja mal ganz was Neues. Oh ja, ich verstehe. Dann fahren Sie doch einfach mal für ein paar Tage an einen Ort ganz ohne Telefon. Das würde ich ja gerne, aber ich kann mir gerade keine Reise leisten. Hey, ich habe vor kurzem mein altes Haus in den Bergen gekauft. Mein Finanzberater hat es ganz billig bekommen. Ich habe es zwar noch nicht selbst gesehen, aber da gibt es ganz sicher kein Telefon. Und da könnte ich dann ganz ohne jede Störung arbeiten? Ha, toll! Bereiten Sie das Haus, das ich neulich gekauft habe, für Arbuckle vor. Aber sagten Sie denn nicht, dass es in diesem Haus nachts spukt? Großartig. Ich muss packen. Ups. Da ist ja noch meine Pizza. Du musst deine Pizza nicht mehr aufessen. Das habe ich schon für dich erledigt. In diesem Haus wird mich ganz sicher nichts stören. Und wir bleiben so lange, bis ich eine tolle Idee für den neuen Comic für Mr. Barker habe. Nein, wir werden bestimmt genug zu essen haben. Kennst du den Cateringwagen, der immer unten an der Baustelle steht?
Während John am Packen war, habe ich ihn einfach hinten... Ach, sieh doch selbst. Man hat mir gesagt, der Schlüssel liegt unter der Fußmatte. Na, jetzt freu dich mal nicht zu früh, Odi. Ich weiß zufällig, dass das hier ein richtig echtes Geisterhaus ist. Hast du vergessen, wie diese Episode heißt? Könnte ich mal bitte kurz das Drehbuch für heute haben, Leute? Hier steht es ja. Garfield, Episode 202, das Geisterhaus. Komm, wir gehen jetzt lieber rein und ruhen uns aus. Auf Seite 9 kommt noch eine Verfolgungsjagd. Danke. Das ist echt toll. Kein Telefon, das mich unterbricht, so kann ich ungestört arbeiten. Eine Idee habe ich noch nicht, aber wenn ich eine habe... Oh Mann! Hab keine Angst, Odi. Die Gespenster tun dir schon nichts. Aber dafür treiben sie dich in den Wahnsinn. Garfield? Ist das dein Magen, der da so knurrt? Ich glaube, ich schau mal, was im Internet über Geister steht. Hey, was soll denn das jetzt? Hör auf, was? Hey, Odi, Odi, du hohlköpfiger Hund! Mich einfach so aufzuwecken, da ist doch nichts. Du hast mich erschreckt und... Eine Sekunde. Ich schimpfe nämlich gerade diesen Hund aus, weil er mich aus meinem Lasagnetraum geweckt hat. Wie ich schon sagte, du hast mich ohne jeden Grund geweckt. Ich weiß gar nicht, wie du... Ich sagte doch, dass auf Seite 9 eine große Verfolgungsjagd kommt. Das ist jetzt Seite 9. Ist leider immer noch keine zündende Idee gekommen. Aber wenigstens gibt es hier niemanden, der mich stört. Ha! Außer vielleicht meine durchgeknallten Haustiere. Was soll denn das? Man könnte meinen, ihr hättet einen Geist gesehen. Es gibt aber gar keine Geister. Aber da ist doch einer. Sperr mal deine übergroßen Augen auf, dann siehst du ihn. Er kann mich nicht sehen. Ich habe im Internet nachgeschaut und da steht, es gibt keine Geister. Und alles, was im Internet steht, das stimmt. Und jetzt lass mich in Ruhe arbeiten. Ich brauche eine Idee. Du hast ihn gesehen. Ich habe ihn gesehen. Wieso dann John nicht? Er kann mich gar nicht sehen. Menschen können keine Geisterkatzen sehen. Wir sind nur für andere Katzen sichtbar und für Haustiere mit minimaler Intelligenz. Ich muss auf Ewigkeiten in diesem Haus spuken. Es sei denn, ich finde einen Menschen, der an Geisterkatzen glaubt. Aber ist Spuken denn nicht ein prima Job? Nein, es ist öde. Besonders wenn das Haus, in dem man spukt, seit Ewigkeiten unbewohnt ist. Ich will zurück zu meinen Freunden. Die anderen Geisterkatzen spuken an viel interessanteren Orten. Hm?
Ich muss hier unbedingt weg. Und darum werde ich euren Freund so lange erschrecken, bis er an Geisterkatzen glaubt. Und ich helfe dir. Komm mit. Vielleicht ein Superheld, der Menschen mit Krautsalat bewirft. Nein, das gab's schon. Okay, ich habe eine Idee. Du tust jetzt Folgendes. Du wirst... Ja, dann glaubt er sicher an Geisterkatzen. Echt süß, Garfield. Aber das bringt mich nicht dazu, an Geister zu glauben. Das ist nicht witzig, Garfield. Er kauft es uns nicht ab. Wir geben nicht auf. Du willst zu deinen Freunden und ich will zurück zu unserem gefüllten Kühlschrank. Jetzt hör schon auf mit den albernen Geräuschen, Garfield. Geister gibt's nicht. Bitte zerknitter mein neues Hemd nicht, Garfield. Und es gibt wirklich keine Geister. Sehr hübsch, Garfield. Aber es gibt immer noch keine Geister. So steht es schließlich auch im Internet. Es hat keinen Zweck. Er wird nie an Geisterkatzen glauben. Oh doch und ob. Denn ich habe gleich eine Idee. Ach ja? Ja. Ich muss nur kurz im Drehbuch nachsehen. Könnte ich bitte noch mal das Drehbuch für diese Episode haben, Leute? Szene 19, Szene 20. Hey, hey, da habe ich aber mal eine gute Idee. Du wirst sehen. Danke. John wird erst an Geisterkatzen glauben, wenn er eine sieht. Aber er kann mich doch nicht sehen. Nein, aber er kann mich sehen. Oh, das wird nichts mehr. Tja, ich werde Mr. Barker wohl sagen müssen, dass mir nichts einfällt. Es klappt! Das ist eine Geisterkatze! Das ist eine Geisterkatze! Geisterkatze! Ein Mensch glaubt an Geisterkatzen! Ich bin frei! Ich sehe mir gerade das Haus in den Bergen an, das ich gekauft habe. Einer meiner Autoren versucht hier zu schreiben. Arbuckle, was hat das hier zu bedeuten? Geisterkatze. Eine ganz gruselige Geisterkatze, die macht... Tut mir leid, Mr. Barker, aber mir ist noch nichts eingefallen. Aha. Eine Geisterkatze? Das ist doch eine ganz tolle Idee für einen neuen Comic. Ach ja? Kinder mögen Geister und auch Katzen. Mensch, Arbuckle, Sie sind ja brillant. Laut des Drehbuchs hat John seinem Boss eine neue Idee geliefert und unser Freund, die Geisterkatze, muss nicht mehr in diesem Haus spuken. Ah, ein gutes Ende. Aber noch nicht gut genug. Letzte Einstellung. Vitos Pizzawagen fährt vor und er hat jede Menge duftender Pizzen für den cleveren Kater geladen. Jedes Drehbuch kann doch ein paar Verbesserungen vertragen. Schön weiterschrubben, Odi. Ja.